Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste bitte. Jeder, der schon einmal operiert wurde, der bekam auch eine Narkose. So verschläft man alles. Doch wie funktioniert eigentlich eine Vollnarkose? Was passiert mit einem, während man schläft? Mein Name ist Stefan Fuhr und ich freue mich, dass Sie heute wieder diese neue Folge des Mopo-Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen hören. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich noch auf den heutigen Partner hinweisen. Die heutige Folge wird unterstützt von Inspire Sleep, die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de. Heute wollen wir der Vollnarkose einmal auf den Grund gehen, aber auch über die Risiken sprechen. Eine, die es ganz genau wissen muss, ist Dr. Michaela Bayerle. Sie ist eine der leitenden Oberärzte der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfall- und Schmerz- und Palliativmedizin am Asklepios Klinikum Harburg. Hallo Frau Dr. Bayerle, danke, dass Sie uns heute einen Einblick in Ihr tägliches Brot geben sozusagen. Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, über mein Fachgebiet zu sprechen. Ich tue das sehr gern und ich hoffe, dass wir den Hörern und Lesern einen kleinen Einblick geben können und vielleicht auch so mit einigen Vorurteilen über die Anästhesie aufräumen können. Ja, und ich freue mich vor allen Dingen auch, für mich ist es ja ganz neu, dass ich mal auf zwei Beinen selber in den OP-Trakt laufen durfte, weil für die Hörer, wir sitzen hier ja praktisch im Vorraum des OPs sozusagen. Deswegen kann es auch sein, dass draußen vielleicht mal jemand schneller vorbeiläuft oder es ist auch eine Lüftung vielleicht im Hintergrund zu hören. Aber ich finde das sehr spannend. Vielen Dank nochmal dafür. Haben Sie eigentlich auch schon mal eine Vollnarkose bekommen? Ja. Und waren Sie da auch so aufgeregt? Ich glaube, so aufgeregt nicht, weil ich natürlich den Vorteil habe, dass ich weiß, was auf mich zukam und dass die Umgebung ist vertraut, die Abläufe sind bekannt. Ja. Das nimmt natürlich einiges an Angst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass auch ich dann die Kontrolle abgeben muss, die ich sonst immer habe. Und da ist man schon aufgeregt. Ja. Auch als Arzt, auch wenn man es 1000 Mal miterlebt hat von der anderen Seite, wenn man da selbst liegt. Ärzte sind ja die schlimmsten Patienten, habe ich mal gehört. Ja, dann müssen Sie die mich spannenden Ärzte fragen. Aber das ist, man fragt vielleicht manchmal etwas genauer nach oder hat manchmal vielleicht etwas andere Bedenken. Man weiß halt, was passieren müsste jetzt eigentlich. Ne? Und genau. Genau. Aber Sie haben gerade eben schon gesagt, so Kontrollverlust. Können Sie verstehen, dass Menschen Angst vor einer Vollnarkose haben? Ja, verstehen kann ich das. Wir versuchen immer, unseren Patienten die Angst zu nehmen. Aber es ist natürlich klar, dass, und das wird man ja auch nie ganz loswerden, wenn ich weiß, ich schlafe ein und dann muss jemand anders auf mich aufpassen, muss meine Beatmung übernehmen. Ich weiß nicht, was passiert in der Zeit. Ich habe kein Bewusstsein in der Zeit. Es ist ja auch kein Schlaf, aus dem ich jederzeit erweckt werden kann, sondern ist das einfach eine Narkose mit einem vollständigen Bewusstseinsverlust. Dass das auch mit so einem Kontrollverlust einhergeht, dass man nicht weiß, irgendwie es wird schwarz und danach passiert irgendwas mit mir. Da bin ich nicht wirklich anwesend und dann wache ich wieder auf. Dass man davor Angst hat oder dass das Angst machen kann, das ist verständlich. Und das versuchen wir auch eigentlich immer zu berücksichtigen und da besonders auf unsere Patienten einzugehen. Aber genau deswegen haben wir beiden uns ja auch heute getroffen, um mal genau zu erklären, wie eine Vollnarkose abläuft. Ich glaube, wenn man jetzt eine lokale Anästhesie nimmt, das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm. Deswegen haben wir beiden uns heute verabredet, über die Vollnarkose eigentlich zu reden. Ja. Wo wollen wir beginnen? Im Patientenzimmer, da gibt es ja immer so eine Beruhigungspille oder fangen wir beim Aufklärungsgespräch an? Also beim Aufklärungsgespräch sollten wir vielleicht deswegen anfangen, weil das Aufklärungsgespräch für uns sehr wichtig ist. Wir erfahren da viel über unsere Patienten, wir erfahren was über deren Gesundheitszustand, über Belastbarkeiten, über Medikamente, die sie genommen haben. Und je mehr Informationen wir über die Patienten haben, desto besser können wir auch auf
etwaige Probleme eingehen, das besonders berücksichtigen. Da spielen auch Dinge wie zum Beispiel Drogenkonsum, Alkoholkonsum eine Rolle. Da sage ich immer, wir sind nicht die Polizei. Ich frage das immer, ich frage das nie, um irgendwie jemanden zu verurteilen, sondern wir fragen das, weil wir wissen möchten, woran sozusagen der Körper gewöhnt ist, wie bestimmte Stoffwechselwege vielleicht angepasst sind an solche Dinge wie Drogenkonsum oder so. Aber auch davon ganz abgesehen, vor Operationen, wie das gelaufen ist, wie das vertragen worden ist, ob man hinterher Übelkeit hatte zum Beispiel oder ob es da irgendwelche Besonderheiten gab. Deswegen ist das Aufklärungsgespräch eigentlich schon sehr, sehr wichtig für uns und es ist wichtig, dass wir sozusagen von den Patienten so viele Informationen wie möglich vorab bekommen. Um sich dann auch auf die eigentliche Operation oder auf die Narkose besser vorbereiten zu können oder die Medikamente anders zusammenzustellen, unter anderem? Ja, zum Teil, um die Medikamente anders einzustellen oder zumindest darauf vorzubereiten, darauf vorbereitet zu sein, dass man gegebenenfalls die Medikamente anpassen muss. Wir machen natürlich Narkose immer nach Wirkung. Das heißt, es gibt keine Voreinstellungen in dem Sinne, dass man sagt, der Patient nach dem Profil kriegt so und so viel, sondern wir gucken natürlich, wir sind ja die ganze Zeit dabei, wir gucken immer, was braucht der Patient und wie reagiert der Körper. Und das können wir sozusagen im laufenden Betrieb, wird das die ganze Zeit individuell angepasst. Nichtsdestotrotz, wenn man bestimmte Vorinformationen hat, kann man besser reagieren. Da zählen auch so Medikamenteneinnahmen dazu, die vielleicht das Blutungsrisiko erhöhen, was bei uns dann dazu führt, dass wir so Sachen wie Bluttransfusionen oder Blutungsrisiko früher abschätzen oder besser abschätzen und da uns anders vorbereiten. Mhm. Dann wird, wenn es dann losgeht, sozusagen einmal das Bett getauscht. Man wird dann vom Patientenzimmer in den OP gefahren, beziehungsweise ja, dann geht es auf die OP-Liege und dann kommt man in einen Vorbereitungsraum oder Einleitungsraum, heißt der, glaube ich, richtig? Ja, ne? Genau. Was passiert denn da? In der Einleitung wird man erstmal begrüßt und so die allgemeinen Daten abgefragt. Wissen Sie, übrigens, bei meiner letzten Operation, ich fand das ganz toll, dass die Anästhesieschwester mir immer die Hand auf die Schulter gelegt hat, wenn sie mit mir geredet hat. Ja, das machen wir persönlich so. Ja, das machen wir auch oft. Zum einen, weil die Patienten auf dem Rücken liegen und eigentlich an die Decke schauen. Ja. Und wenn man sie dann von der Seite anspricht, dann wissen sie oft gar nicht genau, wer spricht gerade mit mir, von woher kommt das. Ja. Und in dem Moment, wo man dem Patienten die Hand auf den Arm oder auf die Schulter legt, weiß er, okay, da scheint jetzt gerade der Mensch zu stehen, der mit mir spricht. Es hat auch was Beruhigendes. Und hat auch was Beruhigendes. Das ist ja unser, wir wollen die Patienten schlafen lassen, aber wir möchten sie natürlich auch beruhigen vorab. Ja. Das heißt, wir fragen, Entschuldigung, darf ich noch einmal, wo wir gerade von Beruhigen reden, es gibt doch auch im Patientenzimmer immer noch so eine Beruhigungstablette, also manchmal. Ja, also das machen wir abhängig vom Patienten tatsächlich auch. Die gibt es nicht immer, weil je nachdem, wenn es eine ganz kurze Narkose ist, dann sollen die Patienten danach ja auch wieder gut wach werden, wenn die dann noch so schläfrig sind von dieser Beruhigungspille. Dann dauert das alles ein bisschen länger. Ja. Deswegen kommt das so etwas drauf an, was für Patienten wir haben. Wenn die Patienten sagen, sie schlafen schlecht in der Nacht vorher oder sie sind sehr aufgeregt, dann bekommen sie diese Beruhigungspille. Das, wie gesagt, auch das ist individuell vom Patienten. Die schon ein bisschen müde macht dann wahrscheinlich. Genau, die macht so ein bisschen müde, die macht auch so ein bisschen gleichgültig. Ein bisschen nimmt die Angst und die Aufregung. Genau. Die Anästhesisten haben immer die besten Pillen. Ja, genau. Gut, aber. Das ist richtig. Kommen wir zurück in den Einleitungsraum? Ja, also wie gesagt, wir fragen, das ist Standard, diese Sicherheitscheckliste, man darf sich nicht wundern, dass man dann zum dritten Mal gefragt wird nach Name, Geburtsdatum, welche Seite operiert wird, etc. Also wenn es meinetwegen Bein rechts oder links ist. Ja. Das fragen wir, damit es auf gar keinen Fall zu Verwechslungen kommt. Das ist ein bisschen redundant für die Patienten, manchmal ein bisschen nervig, aber das ist das Erste, was wir machen. Das Zweite ist, dass wir die Patienten an unser Monitoring anschließen, EKG, Blutdruck,
Sauerstoffsättigung, das ist dieser Clip am Finger, der die Sauerstoffsättigung, also Konzentration im Blut messen kann. Und das ist das Basismonitoring, das schließen wir an. Und dann legen wir noch einen Zugang. Wir brauchen einen venösen Zugang, also so eine Nadel, die in die Vene gelegt wird, so eine kleine Plastikkanüle, über die wir dann die Narkosemittel halt geben können. Die Werte, von denen Sie gerade eben gesprochen haben, EKG, Blutdruck, Sauerstoff, die werden auch wahrscheinlich während der gesamten Operation immer streng kontrolliert und überwacht. Ne? Die werden kontinuierlich abgeleitet. Das heißt, die EKG und Sättigung laufen die ganze Zeit über den Monitor. Das ist halt, wie gesagt, kontinuierlich. Und der Blutdruck, wenn er über eine Manschette gemessen wird, kann man das Intervall einstellen. Das sind so meistens 3 bis 5 Minuten im Intervall, in dem der Blutdruck gemessen wird. Bei Patienten mit Vorerkrankungen, also mit schweren Herz- oder Lungenvorerkrankungen oder bei sehr großen Operationen wird auch eine sogenannte invasive Blutdruckmessung gemacht. Da legen wir eine Kanüle in die kleine Arterie an der Hand, in die kleine Schlagader. Und darüber, da kommt so ein wassergefülltes Druckabnehmersystem dran und dann kann man mit jedem Pulsschlag den aktuellen Blutdruck sehen. Das ist dann gerade in kritischen Operationsphasen oder bei, wie gesagt, Patienten mit schweren Herzerkrankungen oder so, die wir ja auch operieren, ist das einfach eine sehr sichere Überwachung, dass man eben auch dann sehr schnell reagieren kann. Und das wird auch die ganze Zeit überwacht. Mhm. Dann bekommt man danach eine Maske mit Sauerstoff über Mund und Nase. Genau. Also man sagt jedenfalls, dass es Sauerstoff ist. Mir hat man gesagt, dass es Sauerstoff ist. Ist es auch. Warum nochmal extra Sauerstoff? Also wir geben rein Sauerstoff. Diese Maske wird auch relativ dicht gehalten. In der Raumluft haben wir ja einen Sauerstoffanteil von 21%. Und das findet sich natürlich dann auch in unserem Atemgas in der Lunge wieder. Wenn wir jetzt den Patienten vorab reinen Sauerstoff atmen lassen, füllen wir die Lunge sozusagen mit Sauerstoff auf. Wir wollen ja, dass der Patient tief schläft. Wir leiten die Narkose ein. Der Patient atmet dann ja schon flacher und dann hört er auf zu atmen. Und dann übernehmen wir die Beatmung und beatmen auch mit der Maske. Da ist aber natürlich so ein kleines Intervall, in dem der Patient nicht mehr so ausreichend atmet. Und das sind 30 Sekunden oder so, aber wir wissen, der Patient atmet dann ein bisschen weniger und wir beatmen ihn noch nicht, weil wir fangen damit ja erst an, wenn er richtig tief schläft. Und dass er da einfach dann auch genug Sauerstoffreserven hat. Und das ist halt sozusagen die Idee dahinter. Das ist einfach eine Sicherheitsreserve an Sauerstoff, wenn man sich das so vorstellen möchte. Genau das habe ich mich nämlich auch immer gefragt. Es gibt einen kleinen Intervall, wo man praktisch nicht atmet. Ja. Also, aber mit 30 Sekunden ist jetzt, gut, jetzt kann man vielleicht auch so mal die Luft anhalten, aber 30 Sekunden erscheint jetzt nicht ganz so lang. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht doch ein bisschen länger ist. Also das kommt drauf an. In dem Moment, wo wir wo der Patient einschläft, fangen wir ihn ja an, ihn mit der Maske zu beatmen. Und das geht eigentlich so relativ nahtlos ineinander über. Mhm. Das dauert nicht so lange. Und dann beatmen wir den Patienten mit der Maske, bis dann auch, dazu kommen wir wahrscheinlich noch, dann das Muskelrelaxanz, das wir zum Schluss geben, der Einleitung seine volle Wirkung entfaltet. Und wenn der Patient dann sozusagen ganz entspannt ist, dann kann man den Beatmungsschlauch legen. Und das ist ja dann auch der Moment, wo ich den Beatmungsschlauch einführe. Da kann ich natürlich nicht beatmen. Mhm. Und in dem Moment brauche ich halt auch wieder diese Sauerstoffreserve. Und das geht in der Regel auch schnell. Aber manche Patienten haben eine etwas anspruchsvollere Anatomie. Jeder Mensch ist unterschiedlich gebaut. Und manchmal dauert es dann halt ein paar Sekunden länger. Und bevor dann jemand Stress bekommt oder wir Stress bekommen oder der Patient in irgendeiner Form da gefährdet ist, auch dafür ist diese Sauerstoffreserve dann gut. Wenn das Intubieren nicht, also sofort klappt,
Ja. Dann könnten Sie aber wieder einmal auf die Maske dann sozusagen. Genau, dann zurück. Kann man mit der also Maske. In der Zeit atmet der Patient noch selber? Nee. Nein. Sie haben so einen Ballon ja, so genau. in der Hand, wo Sie, genau. habe ich mal im Fernsehen zumindest mal gesehen, ja, wo der immer so gedrückt richtig. Wird, wo dann Luft in die Lunge reingepustet wird halt. Ja, ne? genau. Also der Patient schläft ganz tief ein. Die Narkose, die Vollnarkose, über die wir reden, ist ja auch so tief, dass es anders als bei Sedierungen oder so leichtem Schlafen oder so, die Vollnarkose ist so tief, dass der Körper aufhört, selbstständig zu atmen. Und dafür müssen wir ihn beatmen. Und das machen wir, wenn die Narkose gerade angefangen hat, erst mit der Maske. Dann legen wir diesen Beatmungsschlauch ein und dann machen wir die Beatmung über den Beatmungsschlauch. Man kann aber auch weiter über die Maske beatmen, wenn das mit dem Beatmungsschlauch nicht so gut funktioniert. Auch da also ist es immer möglich, das damit zu machen. Damit ich aber einschlafe, bekomme ich ja, ich glaube, sind es 3 ja. Medikamente. Habe ich letztens gut mitgezählt, ne? Es ist irgendwie eine weiße, eine klare und vor allen Dingen die weiße und dann ist man irgendwie weg. Meine letzten Worte sind immer, ich glaube, es wirkt nicht. Das hören Sie wahrscheinlich auch jeden Tag 3-mal, oder? Ich denke immer, ich mache einen Witz, aber es lacht auch meistens keiner mehr. die Medikamente gehen dann immer in einer bestimmten Reihenfolge, ne? Ja, wir geben zuerst das Schmerzmittel. Das sind starke Schmerzmittel, mit denen wir arbeiten. Das sind die Opiate. Die verwandt sind mit dem Morphin, sind aber viel weiter entwickelt, sozusagen sind synthetische Opiate, die auch eine sehr viel stärkere Wirksamkeit haben. Der Körper, auch wenn der Patient schläft, soll ja während der Narkose auch keine Schmerzen haben. Und das heißt, da braucht man sehr starke Schmerzmittel, das geben wir als erstes. Dann, das würde sonst trotzdem passieren, auch im Schlaf kann man, ja. kann der Körper Schmerzen empfinden? Ja, okay. Der Körper kann das wahrnehmen und das würden wir auch sehen, also dass dann Blutdruck und Herzfrequenz ansteigen. Mhm. Das ist auch ein Teil unseres Monitorings, unserer Überwachung, dass wir während der Narkose sehen, wenn die Herzfrequenz langsam wieder ansteigt, jetzt braucht er wieder mehr Schmerzmittel. Mhm. Also darauf reagieren okay. wir auch während der Narkose. Okay. Genau, und dann haben wir das Schmerzmittel gegeben. Dann merkt man schon, dass wenn das so etwas anflutet, dass es alles so etwas schwer wird, man so ein bisschen duselig wird im Kopf. Und dann geben wir diese weiße Substanz. Das ist das, wo Sie, glaube ich, dann noch einen Moment Zeit haben ja. zu sagen, ich glaube, es wird nicht. Und dass Sie, dass keiner lacht, liegt, glaube ich, daran, dass Sie das Gelächter nicht mehr hören. Okay. Weil dann ja. einfach das Bewusstsein ausgeschaltet geht so schnell. Ist. Geht das also, geht doch schnell. Ne? Ja, ja, das geht sehr schnell. Ja. Das braucht kurzen Moment von dem Moment, wo es gespritzt ist, bis es wirkt, weil wir ja eine Kreislaufzeit haben. Das heißt, es muss natürlich einmal durch den Körper gepumpt werden und im Gehirn ankommen und seine Wirkung entfalten. Aber das sind so, ja, es ist keine Minute, also nee, Sekunden. 20, ja, ja, genau, 20 Sekunden vielleicht. Ja, man merkt das auch so ein bisschen. Ja, man so, merkt, dass es kommt. Ist man irgendwie weg, ja. Ja, genau. Und das ist der Moment, wo der Patient halt schon so tief schläft, dass wir ihn beatmen können. Und dann können wir ihn über die Maske beatmen und dann können wir das Muskelrelaxanz spritzen. Das führt halt dazu, dass alle Muskeln im Körper lahmgelegt werden, was zum einen wichtig dafür ist, dass wir den Beatmungsschlauch in die Luftröhre einführen können, weil die Stimmbandritze dann auch entspannt ist und weit offen ist. Und das andere ist halt, dass für die Operation das zum Teil natürlich auch erforderlich ist. Also man kann sich ja vorstellen, was, wenn im Bauch operiert werden muss, dann müssen die Bauchmuskeln entspannt sein, dass die Chirurgen da gut arbeiten können. Und dafür brauchen wir die Relaxantien. Man muss das nicht bei jeder Operation geben oder bei jeder Vollnarkose das Relaxanz geben, aber wir geben bei jeder Vollnarkose das Schmerzmittel und das Schlafmittel. Und die Medikamente gehen auch immer in genau der Reihenfolge, ja. ne? Ja, das gehen sie. Das wäre auch eigentlich ja fatal, wenn es andersrum wäre, ja, oder? Genau, also das versteht sich ja von selbst, wenn ja. man das Muskelrelaxanz als erstes spritzen würde. Das ist halt einfach so, dass man dann ja bei vollem Bewusstsein merken würde, dass man sich nicht mehr bewegen kann und dass man nicht mehr atmen kann.
Das ist natürlich etwas, was unmenschlich ist und was wir nie machen würden oder was auch nicht. Deswegen sind ja auch die Medikamente sehr genau beschriftet. Es sind unterschiedliche Spritzengrößen. Es wird jedes Medikament immer sehr genau angesagt und auch der Pflege oder das Pflegepersonal, das die Medikamente spritzt, sagt dann auch immer, gibt Rückmeldung, was gegeben worden ist. Einer sah, also bei mir war es auch eine Ärztin, hat angesagt und dann kam die Rückmeldung, okay, jetzt das. Und dann war es auch einmal gezeigt, glaube ich sogar. Und dann gespritzt. Da haben wir sehr, Anästhesisten sind Sicherheitsfanatiker. Wir sind da sehr drauf bedacht, immer eine Rückfallebene, immer eine Sicherheitsebene überall einzuziehen. Das ist tatsächlich so. Ist ja auch verantwortungsvoll. Ja. Das beruhigt doch ein bisschen. Ja. Die Medikamente hatten wir gerade eben, glaube ich, schon mal ganz kurz, werden nicht immer in der gleichen Dosierung gegeben, sondern das ist so ein bisschen auf den Patienten dann noch abgestimmt. Ja. Also wie die von der Menge her, meine ich jetzt. Ne? Ja. Nicht die Art, sondern von der Menge her. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal, ein junger, gesunder Mann wie Sie würde sicherlich eine höhere Dosis bekommen und auch brauchen, als zum Beispiel jemand mit 97, der schon sehr alt ist, der sehr fragil ist, wo auch alle Reaktionen auf Medikamente oder äußere Einflüsse viel sensibler stattfinden. Und da kommt man wahrscheinlich mit einem Drittel der Medikamente aus. Das ist sicherlich so, dass das immer sehr genau angepasst werden muss. Oder wenn jemand zum Beispiel ein chronischer Schmerzpatient ist und schon sehr viele Schmerzmittel regelmäßig einnehmen muss, der ist natürlich anders an Schmerzmittel gewöhnt. Der braucht dann auch während der Narkose natürlich mehr Schmerzmittel, hat einen höheren Bedarf. Auch das wird dann individuell angepasst und auch da sind wir sehr darauf bedacht, immer das so gut wie möglich anzupassen. Und jeder Patient wird intubiert? Nein, also bei der Vollnarkose kann man, also wir müssen immer den Atemweg sichern, weil bei jeder Vollnarkose die Atmung aussetzt und wir den Patienten beatmen müssen. Wenn das eine ganz, ganz kurze Narkose ist, dann kann man das über die Maske, das hatten wir ja schon besprochen, kann ich den Patienten auch einfach mit Maske beatmen und dann wieder aufwachen lassen. Oder es gibt die sogenannten supraglottischen Atemwegshilfen, das sind bekannt die Larynx- oder Kehlkopfmaske. Das wird supraglottisch, heißt oberhalb der Stimmritze. Das heißt, es wird hinten in den Rachen diese Kehlkopfmaske eingelegt und da ist ein Schlauch dran, der auch aus dem Mund rausführt und über den man dann beatmet. Aber das ist kein Beatmungsschlauch, der in die Luftröhre eingelegt wird. Und auch das ist abhängig von der Operation, aber ich sag mal, bei einer normalen Operationen irgendwie an den Beinen oder Armen oder so, kann man das problemlos machen. Wenn Sie sagen, bei kurzen Operationen? Innerhalb, also bis zu 2-3 Stunden so. Das ist schon eine kurze Operation? Nein, also ich müsste mich korrigieren und sagen, kürzeren. Wir haben natürlich auch, es gibt auch große Operationen, lange Operationen, die über mehrere Stunden dauern. Ja. Große Bauchoperationen, die 6-8 Stunden dauern können. Also das muss nicht sein, aber das gibt natürlich unterschiedliche Narkosen. Und wie gesagt, also so 2-3 Stunden mittellange Operationen, aber das geht mit der Larynxmaske. Okay. Also mein Nabelbruch hat, glaube ich, 25 Minuten gedauert. Ja, beim Nabelbruch würde man aber intubieren, weil das halt im Bauchraum stattfindet, die Operation. Und da machen wir das mit dem Beatmungsschlauch. Ja. Und wenn ich jetzt an den Mandeln operiert werde? Also an den Mandeln würden Sie auch einen Beatmungsschlauch bekommen, weil wir da in der Regel, das kann man auch mit Larynxmaske machen, aber da kommt halt so ein Sperrer in den Mund, der den Mund natürlich aufsperrt, dass die Kollegen da Hals-Nasen-Ohren-Abteilung hinten an den Mandeln operieren können. Das blutet natürlich so ein bisschen während der Operation. Das heißt, das kann dann nach hinten laufen. Also da, sage ich mal, kann man das mit einer Larynxmaske machen aber viele doch mit dem Beatmungsschlauch,
alles ein bisschen. Ich frage nur deswegen, weil da ist ja denn so wenig Platz. Der Schlauch ist, wie dick ist der? Der Schlauch hat so, also von der, ja, ungefähr. Ja. Also der Beatmungsschlauch, ein bisschen dünner als die Larynxmaske. Bei Kindern kann man an den Mandeln mit der Larynxmaske operieren, das machen wir auch. Aber in der Regel, die Rachenmandel, das ist noch ein bisschen anders, das kann man mit der Larynxmaske machen. Aber eine Operation an den Mandeln machen wir eigentlich mit dem Tubus. Ja. Ja. Gibt es, Sie haben gerade eben gesagt, Anästhesisten sind Sicherheitsfanatiker. Ja. Gibt es denn auch Sicherheitssysteme, wenn irgendetwas schief läuft, können Sie mich ganz schnell wieder aufwecken? Nein, also man kann nicht einen Patienten auf Knopfdruck wieder aufwachen lassen. Also so schnell können wir die Medikamente nicht abstellen. Man kann Medikamente antagonisieren, das heißt also der Wirkung, ein Medikament spritzen, das diese Wirkung zumindest zum Teil aufhebt. Dann besteht aber halt immer noch das Risiko, dass das nicht komplett aufgehoben ist. Also das wäre ein unsicherer Weg. Es gibt die Situationen, dass wir einen Patienten wieder aufwachen lassen. Ne? Aber diese Zeit, bis er wieder in Ruhe aufwacht, sage ich mal, wenn in der Einleitung jetzt irgendwas ist, dass der Patient meinetwegen eine Herzrhythmusstörung entwickelt und man sagt, gut, jetzt können wir keine Operation machen. Jetzt als Beispiel, das ist selten, aber es passiert, dann kann man den Patienten halt wieder aufwachen lassen. Wir würden aber eigentlich nicht den Weg wählen, dass man sagt, man gibt jetzt irgendwas und guckt, dass er wieder wach wird, sondern wir haben da einfach unsere Sicherheitssysteme, um dem Patienten in der Narkose zu sichern. Ja. Wir sind ja eigentlich noch im Einleitungsraum. Ja. So, ne, gedanklich. Gedanklich, stimmt. Dann geht es wirklich in den eigentlichen OP. Schiebe ich dann da, kommt dann schon das Beatmungsgerät, wird das mit rübergeschoben? Nein, also vom Einleitungsraum in den OP, das sind ja wenige Meter. Das ist halt auch nur eine kurze Strecke, die man überbrücken muss. Was wir mitnehmen, ist in der Regel das Monitoring, also das sind heute ja meistens so Einschübe, die man rausnehmen kann, wo das Monitoring dann auch so für diese kurze Strecke mitgenommen wird. Und dann wird das im OP-Saal wieder in das nächste Gerät eingeschoben. Man kann, also vor wenigen Jahren, als das noch nicht so ausgefeilt war, kann man das auch einmal abmachen und dann im OP-Saal wieder anschließen. Und das Beatmungsgerät wird auch kurz disconnectiert. Das ist auch wieder diese Sauerstoffreserve, von der ich am Anfang gesprochen habe, weil auch in der Einleitung, auch wenn der Beatmungsschlauch schon liegt, wird dann noch mit einer höheren Sauerstoffkonzentration beatmet. Dann wird der Patient kurz vom Beatmungsgerät genommen und dann fahren wir in den OP-Saal. Bei da darf aber kein Stau auf dem Gang sein. Nein, nein. Da ist aber auch nicht so viel Platz dazwischen. Also es gibt eine Einleitung für einen OP-Saal. Okay. Und da gibt es dann zum Glück nicht so viel Stau wie vom Elbtunnel. Ja. Und dann wird über das Narkosegas während der Operation weiter Medikamente gegeben, also nee, über den Sauerstoff, über die Beatmung weitere Medikamente gegeben, dass man auch weiterhin schläft? Ja, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Narkose zu machen. Was Sie gerade angesprochen haben, die Narkosegase sind sehr gebräuchlich, dass wir einfach über die Beatmung Narkosegas zuführen und dann, das ist in sehr geringen Prozentsatz, also irgendwie zwischen, je nach Narkosegas zwischen 0,5 und 5%, also das ist nicht viel, aber das nehmen wir halt, um die Narkose aufrechtzuerhalten. Man kann aber auch Medikamente einfach über den venösen Zugang geben, kontinuierlich und auch damit die Narkose aufrechterhalten. Und Sie sehen auch immer, wie tief der Patient dann schläft? Also wir sehen, dass Herzfrequenz und Blutdruck sich an, also auf die Narkose reagieren. Das Herz schlägt dann ein bisschen langsamer, der Blutdruck geht runter, wir sehen, der Patient ist entspannt. Und wenn wir sehen, dass da sich was verändert, also dass die Herzfrequenz steigt, dass der Blutdruck steigt oder auch an der Beatmung, die wir ja auch die ganze Zeit überwachen, wo wir sehen, wie gut lässt sich sozusagen, wir haben ja einen Druck, der
Luft sozusagen in den Patienten gibt. Wenn sich das ändert und ich sehe, ich kriege mit dem gleichen Druck nur noch weniger Menge an Luft, also ein kleineres Volumen in den Patienten, dann sehe ich ja auch, dass der Körper anfängt, so ein bisschen gegenzuspannen sozusagen. Also das sind alles Anzeichen dafür, dass der Patient eventuell eine etwas tiefere Narkose braucht. Das ist aber alles lange, bevor überhaupt irgendwie wieder man auch nur ansatzweise Bewusstsein hätte. Aber daran sehen wir eben, was der Patient benötigt. Das ist das, was Sie vorhin gefragt haben. Die Patienten können oder jeder Körper kann in Narkose Schmerzen und Stress wahrnehmen und darauf reagieren. Und das wird nicht bewusst wahrgenommen, aber das vegetative Nervensystem reagiert und das sehen wir eben auch. Ja. Also auch Sachen wie Schwitzen oder Tränenfluss, auch das würde man sehen und auch darauf würde man reagieren natürlich. Mein letzter Ansatz ist, sagte, entspannen Sie sich, ich bin die ganze Zeit bei Ihnen. Das ist auch wirklich so. Sie sind bei der OP die ganze Zeit anwesend. Ja. Auch bei einer 8-Stunden Auch bei einer 8-Stunden-OP, ja. Und nicht zwischendurch in der Mopo blättern. Nein, genau. Also das ist halt wichtig, dass man die ganze Zeit dabei ist. Und das ist auch die ganze Zeit wirklich kontinuierlich ein Anästhesist anwesend. Es kann sein, dass man mal zur Pause von einem Kollegen ausgelöst wird, dann dem man eine kurze Übergabe macht und der dann das erzählt. Es gibt ja auch OPs, die vielleicht dann doch noch mal länger dauern, vielleicht auch 10 Stunden oder so, auch dann kann man ausgelöst werden, dass man auch mal was essen oder was trinken kann, aber dann ist halt ein anderer da. Also es ist ja die ganze Zeit immer jemand da. Anwesend. Ja. Und man wacht auch nicht auf während der OP. Nein, also das... das ist ja immer so die Horrorvorstellung. Ne? Ja. So. Wenn man in Internetforen, liest, natürlich jeder Zweite wacht irgendwie auf. Also man darf ja nicht immer alles glauben, aber... Also man nennt es Awareness, wenn Patienten während der OP was oder während einer Narkose irgendwie mitbekommen. Das ist ein sehr seltenes Ereignis. Es gibt es, das ist richtig. Ich sag mal, bei den Standardnarkosen tritt das praktisch nicht auf. Wo es vielleicht eher mal auftritt oder in, wie gesagt, sehr seltenen Fällen auftreten kann, ist, wenn Patienten in einer sehr, also sehr vorerkrankt sind, ein sehr schwaches Herz haben, man dann sehr vorsichtig Narkose macht und dann vielleicht die Narkose ein bisschen zu leicht ist am Anfang und die Patienten dann vielleicht einen Moment was mitbekommen. Es ist aber auch sehr unterschiedlich, dass jemand während einer ganzen Operation wach ist und alles mitbekommt und sich nicht rühren kann, nicht bewegen kann. Davor muss man keine Angst haben. Das passiert nicht. Aber dass vielleicht ein kurzer Moment auftreten kann. Diese Awareness-Berichte gibt es, das muss man auch ernst nehmen. Aber wie gesagt, das sind einfach sehr, sehr seltene Ereignisse. Und Sie monitoren ja die ganze Zeit die Werte, Sie würden es ja auch sehen. Dann. Genau, man würde es sehen, man würde darauf achten. Wir haben ja auch Möglichkeiten, die Narkosetiefe zu messen. Es gibt verschiedene Systeme, die Hirnströme beziehungsweise Nervenableitung darstellen und damit die Narkosetiefe bestimmen. Wir sehen aber ja auch an, was ich schon sagte, Herzfrequenz, Blutdruck, Beatmungsparametern, sehen wir eben auch schon, wie der Patient reagiert oder ob er eventuell ein bisschen wacher wird. Aber wie gesagt, in den allermeisten Fällen ist es wirklich so, dass diese Anzeichen, die wir sehen, lange auftreten, bevor der Patient auch nur ansatzweise wieder ein Bewusstsein erreicht. Ja. Können Sie auch sehen, was ich geträumt habe? Nein. Man sagt ja immer so, wir geben jetzt das Narkosemittel, träumen Sie was Schönes. Ja, da gilt der alte Spruch, die Gedanken sind frei. Also das gilt auch für Ihre Träume. Was Sie träumen, das sehen wir nicht. Ich habe nie irgendwas geträumt. Ja, also ich glaube, das weiß man manchmal nicht so. Es gibt schon Untersuchungen dazu, dass es für die Patienten angenehmer ist, also von den Stressreaktionen, die man ableiten kann.
wenn die in einer ruhigen Atmosphäre einschlafen. Deswegen sagen wir immer, denken Sie an was Schönes. Suchen Sie sich einen schönen Traum aus, auch um den Patienten natürlich so ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen abzulenken von dieser Sorge vielleicht, was kommt jetzt auf mich zu, was passiert in der OP, was kommt bei der OP raus. Es sind ja auch nicht alle Operationen immer so ganz sorgenfrei. Mhm. Und das ist dann halt so ein Moment, wo man einfach versucht, so ein bisschen eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Und es gibt auch tatsächlich Patienten, die aufwachen und sagen, sie hätten schön geträumt, oder die sagen, das war jetzt endlich mal schön, geschlafen. Ja, endlich mal geschlafen. Aber in der Regel kann man sich an nichts erinnern. Ja. Findet eigentlich eine Absprache oder eine ständige Kommunikation mit den Chirurgen statt? Also eine ständige würde ich nicht sagen, das wird wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, wenn man, ja, sage ich mal, die ganze Zeit reden würde. Es konzentriert sich ja auch jeder auf seine Operation. Aber natürlich findet eine enge Absprache statt, wenn es kritische Punkte in einer Operation gibt, wenn ein Gefäß nah irgendwo operiert wird oder wenn es irgendwie zu einer Blutung kommt oder wenn es zu Kreislaufproblemen kommen könnte oder so, dann wird immer abgesprochen. Ne? Oder wenn bestimmte, ich sag mal, jede OP hat ja bestimmte Schritte und im Operationssaal, also der Anästhesist, nimmt er nicht an der chirurgischen Operation teil, aber er schaut natürlich immer übers Tuch, guckt, was passiert gerade, worauf muss man jetzt sich vielleicht einstellen. Gibt es jetzt zum Beispiel besonders besondere Abschnitte in der Operation, wo der Patient mehr Schmerzmittel braucht, weil man weiß, das ist ein etwas schmerzhafterer Abschnitt oder ein Abschnitt in der OP, wo man sagt, da bräuchte der Patient jetzt erfahrungsgemäß mehr Schmerzmittel. Oder bin ich schon eigentlich an der Hautnaht und kann schon anfangen, langsam die Narkose zurückzufahren, dass der Patient dann auch wieder wach wird. All diese Dinge sind halt wichtig, dass da eine gute Absprache zwischen Chirurgen und Anästhesisten stattfindet. Und je kränker der Patient ist, je größer die Operation, desto enger und desto häufiger muss natürlich eine Absprache auch stattfinden. Ich finde auch, wenn ich so an meine Operation zurückdenke, das Phänomen des Aufwachens ist ja auch irgendwie toll. Wenn Sie gerade eben schon sagen, wenn der Chirurg schon die Hautnaht näht, dann fangen Sie schon mit der Ausleitung der Narkose an. Aber man kriegt ja nichts mit. Also ich wache immer im Aufwachraum so richtig wieder auf, aber zwischendurch, ich wurde enttubiert, ich bin wieder selber, atme wieder selber. Wie funktioniert das? Also wir stellen halt die Zufuhr des, oder so Richtung Ende der OP reduzieren wir ein bisschen die Zufuhr der Narkosemedikamente und am Ende der OP wird es halt dann auch die Medikamentenzufuhr beendet und wenn das Narkosegas ist, das wird einfach abgeatmet. Dann kann man da auch den sozusagen den Frischgasfluss hochnehmen, dass das sozusagen richtig ausgewaschen wird aus dem System. Das geht dann auch ein bisschen schneller. Und dann fängt der Patient langsam an, wieder selbst zu atmen. Das ist ein Reflex, ne? So ein menschlicher Reflex. Also man fängt sofort wieder an, selber zu atmen, ne? Ja, also man fängt wieder an zu atmen. Man muss sagen, in der Narkose, oder anders gesagt, unser Atemantrieb funktioniert darüber, dass das CO2, also das Kohlendioxid im Blut ansteigt. Und das merken wir, wenn wir die Luft anhalten zum Beispiel. Wenn wir dann unbedingt wieder atmen wollen, dann liegt das daran, dass das Kohlendioxid im Blut ansteigt und die Chemorezeptoren im Hirnstamm, also im sozusagen Verlängerung vom Rückenmark, das ist so dieser Übergang vom Rückenmark ins Gehirn, im Hirnstamm, das Signal ankommt, du musst jetzt atmen. Und dann kommt dieser imperative Atemantrieb. Mhm,
Dieser Atemantrieb wird durch Medikamente wie Opiat und auch natürlich durch unsere Narkosemedikamente ausgeschaltet. Und dann kommt eben nicht mehr dieser Atemantrieb. Den gewinnen wir aber natürlich zurück, wenn die Narkosemedikamente abflauen. Am Anfang, man wird so langsam wach, das kriegen sie, also man kann sich dahinter nicht dran erinnern, ja. Aber man wird langsam wach, dann sagt immer einer, atmen Sie mal tief durch, holen Sie mal tief Luft. Und dann so langsam wird der Körper wacher, der Patient hustet dann mal, fängt dann auch wieder an zu atmen. Und wenn sich dann noch intubiert? Ja, am Anfang ja, ja. Weil wir erstmal gucken müssen, dass auch das sind kurze Zeitspannen. Aber wir müssen halt einmal sehen, dass der Patient ausreichend selbstständig atmet, dass die Atmung halt sicher ist und dann ziehen wir den Beatmungsschlauch raus. Das kriegt der Patient da noch nicht richtig mit, weil zwar der schon mal die Augen aufmacht, auch schon mal ein Kommando befolgen kann, aber das Bewusstsein einfach noch kompromittiert ist durch die Medikamente. Und das ist auch der Grund, warum die Patienten sich meistens erst an den Aufwachraum erinnern können. Aber da, wenn man sich das vorstellt, wie lange das dauert oder wie viele Schritte man sozusagen geht, von dem Moment, wo der Patient noch tief in Narkose ist, bis zu dem Moment, wo er sich wieder an was erinnern kann oder wirklich was aktiv wahrnimmt, nimmt vielleicht auch noch mal ein bisschen oder bringt vielleicht noch mal ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass es nicht so schnell geht oder auch nicht so schnell gehen kann, dass man im Schlaf irgendwas mitbekommen könnte. Mhm. Oder in der Narkose, besser gesagt. Im Aufwachraum liegt man ja auch schon wieder in seinem eigenen Bett, also ja. Im Krankenhausbett. Das heißt, ja. Da muss ich auch irgendwie hingekommen sein. Ja, Sie sind von der OP, also Sie werden im OP halt extubiert und dann kommen Sie in die Ausschleuse und da wird man dann von der OP-Liege wieder ins Bett buxiert. Also ich gehe da nicht selber schon? Nein, da helfen wir noch. Das wird ja. Meistens gemacht über die sogenannten Rollbretter. Da fassen alle ein Stück mit an und ja, dann werden die Patienten einmal rübergeschoben. Hm, okay. Genau. Das habe ich mich auch gefragt. Bin ich da eigentlich jetzt auch schon selber hingelaufen oder nicht? Ja. Aber erinnern kann ich mich an nichts. Nee, das ist aber auch, das ist normal. Das geht, glaube ich, fast allen so. Ja. Aber dann im Aufwachraum, der letzte Schritt sozusagen, da muss man noch ungefähr eine Stunde liegen? Ja, also auch das abhängig ein bisschen von dem Verfahren, das angewandt wurde und von der Länge und Dauer der OP und auch so ein bisschen vom Zustand der Patienten. Wenn die Patienten sehr schnell wieder sehr wach sind, dann kann man auch nach einer halben Stunde oder 40 Minuten schon wieder auf die Station verlegt werden. Patienten, die danach nach Hause gehen, bleiben da ein bisschen länger, weil wir da natürlich ein bisschen länger das Überwachungsintervall verlängern, weil wir sagen, wenn die auf die Station gehen, ist das eine, aber wenn sie sozusagen aus unserer Obhut ganz ja. Nach Hause entlassen werden, da guckt man ja. Ein bisschen länger. Und es gibt dann immer noch ein bisschen Schmerzmittel. Schmerzmittel gibt es schon im Aufwachraum gleich. Also wir geben auch schon zum Ende der OP Medikamente wie Novalgien kennen bestimmt viele oder Paracetamol, das sind so die Medikamente, die man dann noch geben kann, die ja dann auch schon ein bisschen länger wirken, die dann auch noch wirken, wenn der Patient im Aufwachraum liegt. Und im Aufwachraum selbst gibt es Schmerzmittel, wir haben Schmerzmittelanordnungen dann noch für die Station. Und der Patient wird auch erst auf die Station verlegt, wenn die Schmerzen gut im Griff sind oder er hat im besten keine Schmerzen hat. Und bestenfalls schmerzfrei ist. Ja. Sie haben ja doch eine hohe Verantwortung während so einer Operation. Wie lange dauert bei Ihnen die Facharztausbildung? Also das Studium ist ja wie bei allen Ärzten 6 Jahre. Die Facharztausbildung sind 5 Jahre. Und, das ist mehr als... Nee, das ist normale so Facharztausbildung sind 5 Jahre. Ich habe noch die Zusatzweiterbildung Intensivmedizin gemacht, das ist nochmal 1 Jahr länger. Und dann die meisten Anästhesisten machen auch noch die Zusatzweiterbildung Notfallmedizin und sind auch als Notarzt tätig. Ja, sodass wir doch eine sehr, eigentlich sehr breite und doch, ja,
fundierte Ausbildung bekommen. Intensivmedizin gehört ja auch noch dazu. Genau. Ja. Macht es eigentlich einen Unterschied? Wir sprachen jetzt ja eigentlich immer von geplanten Operationen. Ja. Mit Aufklärungsgespräch und und. Aber wenn jetzt jemand hier bei Ihnen in Harburg, Sie haben auch den Rettungshubschrauber auf dem Dach, wenn jemand als Notfall eingeliefert wird und notoperiert werden muss, kann es ja kein Aufklärungsgespräch zum Beispiel geben, dann zählt die Erfahrung, wie Sie die Narkosemittel nehmen. Ja, also dass jede Notoperation oder jeder Notfall, auch da gibt es ja Abstufungen. Also wenn ich eine Blinddarmentzündung habe, muss ich natürlich jetzt auch innerhalb von den nächsten Stunden auf jeden Fall operiert werden. Da hat man dann noch ein bisschen Zeit, miteinander zu sprechen. Mhm. Auch da ist natürlich nicht wie bei einer elektiven Operation. Man sagt, gut, jetzt können Sie noch mal 24 Stunden drüber nachdenken, ob Sie damit einverstanden sind. Und das Ganze, das hat man natürlich nicht. Wir haben dann auch nicht ganz so lange Möglichkeit, noch Arztbriefe anzufordern oder irgendwelche Sachen. Und je dringlicher der Notfall ist, also ich sag mal, wenn jetzt jemand reinkommt von draußen mit einem schweren Verkehrsunfall, der blutet, der sofort in den OP muss, dann hat man natürlich nicht mehr die Zeit, irgendwie groß was zu fragen. Wenn man Glück hat, ist der Patient noch bei Bewusstsein und man kann vielleicht noch einmal nach Allergien fragen. Aber ansonsten läuft dann das Notfallprogramm. Und dann geht es natürlich in allererster Linie darum, den Patienten zu stabilisieren, den Kreislauf zu stabilisieren, den Atemweg zu sichern. Und da wissen wir aber auch, dass dann höchste Vorsicht und auch die höchste Sicherheitsstufe in Anführungsstrichen geboten ist, dass wir dann eben alle Rückfallebenen schon auch aktiviert haben, dass wir dann wissen, so okay, wir müssen Blut bereitstellen, wir müssen die Atemwegssicherung, wie gesagt, haben, wir müssen kreislaufunterstützende Medikamente bereithalten und. Das sind dann einfach sehr viele Dinge, die dann ablaufen, die vorbereitet werden, die schon angeleiert werden, wenn wir wissen, das kommt jetzt. Also da laufen auch viele Dinge zeitgleich. Wissen Sie, was mir gerade durch den Kopf geht? Nein. Wenn Sie sagen, die Muskeln werden ausgestellt sozusagen, das Herz ist doch auch ein Muskel. Ja, aber das Herz ist, das ist richtig. aber der Herzmuskel ist davon nicht betroffen. Ne, das betrifft die periphere Muskulatur, also die Muskulatur, die wir aktiv bewegen können. Okay. Ne, also das heißt Arme, Beine, auch Bauchmuskeln oder so, die ich anspannen kann. Aber den Herzmuskel kann ich ja nicht aktiv bewegen. Das ist eine andere Muskulatur. Und die hat auch nicht diese Rezeptoren, Schlüsselstellen, wo meine Medikamente andocken können, um eine Wirkung zu entfalten. Das, was die periphere Muskulatur hat, dass diese Rezeptoren gibt es an dem Herzmuskel in der Form nicht, sodass wir den Herzmuskel dadurch nicht liegen lassen, nicht stilllegen können. Zum Schluss noch zwei ganz blöde Fragen. Warum darf man vor einer Operation nichts essen und trinken? Wir hatten ja gesagt, dass durch die Narkose die Atmung aussetzt und der Patient sich dann ja auch nicht mehr bewegen kann. Das gilt auch für die Schutzreflexe, also Husten- und Schluckreflex sind ausgeschaltet. Und das heißt, in dem Moment, wo der Patient tief schläft, nicht mehr selbst atmet und wir aber auch noch nicht den Beatmungsschlauch in der Luftröhre haben, noch nicht eingelegt haben, in der Zeit ist es theoretisch denkbar, dass Mageninhalt vom Magen die Speiseröhre hochsteigt und hinten im Rachen überläuft in die Luftröhre und in die Lunge. Und das würde eine schwere Lungenentzündung verursachen. Ja. Und deswegen sollte der Magen leer sein. Und klare Flüssigkeiten, da haben wir die Grenze von 2 Stunden, weil die den Magen einfach sehr schnell passieren. Aber Flüssigkeiten, also Kaffee mit Milch zum Beispiel, oder auch Essen braucht natürlich länger, um den Magen zu verlassen. Und deswegen sind es da 6 Stunden, dass man mindestens 6 Stunden vor einer Operation nichts essen, also keine feste Nahrung zu sich nehmen sollte.
Und das Rauchen, das ist halt so, dass es die Produktion von Magensäure anregen kann, sodass dann mehr Magensäure im Magen wäre. Auch das möchten wir verhindern. Außerdem raten wir natürlich allen Patienten vom Rauchen ab. Das heißt also prinzipiell, wenn man uns fragt, ob man rauchen sollte oder könnte, dann sagen wir, ja, also besser nicht. Nie. Besser nie. Besser nie, genau. Muss immer die Antwort sein. Ja. Ja. So, und warum bekomme ich immer so ein sexy Hemdchen an von der Operation? Man liegt ja auf dem OP-Tisch und da sollte man möglichst nicht auf so einem Hemd liegen, weil das Falten machen kann und Druck stellen. Das ist das eine. Das andere ist, man kommt natürlich bei diesen rückenfreien Hemdchen, die kann man ja auch so etwas leichter hochziehen, kommt man besser dran, um das EKG anzulegen, um einen Gefäßzugang zu legen. Und das andere ist, jetzt klappert es gerade ein bisschen. Genau, ja. Da fahren hier gerade die Transporte vorbei. Ja. Wir sind halt mittendrin. Ja. Haben wir ja gesagt. Genau. Wir sind ja mittendrin, ist ja auch gut. Kurz einen Moment. Ja. Ja, und das andere ist halt, dass wir ja je nachdem, wo operiert wird, den Patienten auch aufdecken müssen, um das Operationsgebiet halt freilegen zu können. Ja. Und deswegen sind diese rückenfreien Hemdchen halt da extrem praktisch. Und sie müssen aber auch nicht nackt in den OP, was ja. Ja, das wäre nämlich, hätte ich auch sehr, also natürlich nicht in meinem Schlafanzug, das ist, ja, ist klar, aber sonst, ich hätte gedacht, dass man dann eher doch vielleicht nackt, aber das ist dann auch ein bisschen, da hat man noch ein bisschen was drüber. Ja, genau, man hat so ein bisschen was drüber und es ist ja auch, ist dann nicht so ganz so kalt und auch nicht ganz so unangenehm. Man liegt da ja sowieso relativ, fühlt sich vielleicht schon so ein bisschen ausgeliefert und ich glaube, wenn man dann noch nicht mal so ein Hemdchen hätte, das wäre, glaube ich, ja, unschön. Ja. Also. Das muss ja nicht sein. Frau Dr. Beierlich, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sehr spannend. Wir haben jetzt alle ein bisschen, hoffentlich, keine Angst mehr vor der nächsten Narkose. Sollte dann mal eine anstehen, eine Operation anstehen, so hoffe ich doch, dass es nicht passiert. Danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, ein bisschen was zu erzählen. Und ja, ich hoffe auch sehr, dass wir ein bisschen mit einigen Fragen, bei einigen Fragen weiterhelfen konnten, ja, und vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen konnten, wenn mal eine Operation anstehen, ja, und sollte. Und Sie sind gerne Anästhesistin, ne? Total gerne. Das merkt man. Also ja, ich muss wirklich sagen, ich habe für mich den schönsten Job. Traumjob. Ja. Ja, herrlich. Herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Auch Ihnen, liebe Hörer, danke, dass Sie wieder eine Folge unseres Gesundheitspodcasts gehört haben. Themen rund um Ihre Gesundheit gibt es auch jeden Sonnabend in Ihrer dicken Mopo am Wochenende. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, also ich freue mich über jede Bewertung und natürlich über jede 5 Sterne. Das gilt auch für meine Kolleginnen und Kollegen, denn es gibt noch jede Menge mehr zu hören von der Mopo. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf den heutigen Partner. Die heutige Folge wurde unterstützt von Inspire Sleep, die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.